Ja, moin, 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 meine lieben Löwenwelpen. Es ist wieder Reaction-Schmi-Action-Time. Da ist er wieder. Ganz genau, denn liebe Leute, ich bin auch wieder da, wie ihr unschwer erkennen könnt. Und wisst ihr, wer auch wieder da ist? Richtig, Jan Böhmermann. Leider. Denn das ZDF-Magazin Royal, die haben vergangenen Freitag eine Reportage hochgeladen, nämlich Gaming Communities, der letzte unpolitische Ort auf Erden. Und ach du heilige Scheiße, war die schlecht. Aber schauen wir uns das Ganze mal näher an. Wie gerade schon gesagt, kam Ende der letzten Woche ein Video von Jan Böhmermann bzw. vom ZDF-Magazin Royal zu Shoyoka. Es kamen davor aber schon ein paar Gerüchte, dass vielleicht Jan Böhmermann gegen Shoyoka schießen könnte oder es eben auch nicht ist. Und man hatte eigentlich Hoffnungen, dass man vielleicht hier doch mal ausnahmsweise ein gutes Video erwarten könnte. Nur die Hoffnungen, die waren leider sehr schnell weg, als ich dann das hier gesehen habe. Es gibt tolle Nachrichten für Verbraucher. Let's leck. Doch selber meine Eierkarte. Ey. Heute. Chat. Habt ihr das auch gehört? Hab ich das nur gehört? Habt ihr das auch gehört? Der Eierlecker. Gut, kann man halt sagen, dass er sich da vielleicht ein bisschen selbst lustig findet und keine Ahnung und da einfach drauf reagiert und sich ein bisschen über die Reaction-Szenen lustig macht. Wobei reagieren kann man das auch nicht nennen. Man kann gefühlt in einer Hand abzählen, wie oft er wirklich das Video pausiert hat und irgendwas Nützliches beigetragen hat. Aber ja gut. Here we go! Aber gut, nach knapp 4 Minuten leitet Böhmermann wenigstens mal irgendein Thema ein, um das es heute gehen wird. Denn wir kommen heute in eine Welt, die besser ist als die echte Welt. Eine Welt, in der alle gleich sind. Die Welt der Games. Bevor wir aber komplett ins Video reinstarten, möchte ich noch einen kleinen Disclaimer aussprechen. Denn ja, ich weiß, das ZDF-Magazin Royal ist eigentlich eine Satire-Sendung und sehr viele Aussagen werden hier auch satirisch gemeint gewesen sein. Mein Problem vor allem hier ist ja einfach nur, dass es im späteren Verlauf halt sehr viel um die Shoyoka-Thematik geht und auch der Teil der Gaming-Welt, die hier angesprochen wird, der ist einfach für mich schon sehr, sehr nischig, der generell angesprochen wird. Und dementsprechend für Leute, die absolut keinen Plan haben von weder der Shoyoka-Thematik noch der Gaming-Welt, abgesehen mal davon, dass hier sehr viel geframed wird, ist es halt einfach so, dass man auch selbst, wenn man den Überblick hatte, schon sehr schwer ist, hier was rauszuerkennen oder zu differenzieren, was Satire ist und was nicht. Und wenn man gar keinen Plan davon hat, finde ich, hat man absolut keine Möglichkeit mehr, um herauszufinden, was hier jetzt eigentlich ein Joke ist und was nicht. Deswegen werde ich im weiteren Verlauf wahrscheinlich sehr viel Aussagen debunken, die manche auch als Satire ansehen können. Aber mir persönlich ist es wichtig, weil ich konnte im Verlauf, wie ich mir das Video das erste Mal angeschaut habe, irgendwann nicht mehr differenzieren, von was ist hier eigentlich jetzt ernst gemeint und was nicht. In den ersten 3 Minuten nach der 4-minütigen Einleitung wird tatsächlich über ein paar gute Dinge auch gesprochen, wie zum Beispiel, dass Games eigentlich unpolitisch sein sollten. Es sollte keinen Unterschied machen, ob ein Game aus Russland kommt, aus China oder sonst irgendwoher und einfach das Herkunftsland des Games sollte egal sein oder auch die Szenerie, die drin vorkommt. Ich glaube, er spricht auch irgendein russisches Game an, irgendwie sowas mit dem Ukraine-Krieg sollte das wieder ein bisschen problematisch gewesen sein und einfach Games sollten unpolitisch sein und zu einem gewissen Grad stimme ich ihm da auch zu, weil Games sollten in erster Linie Spaß machen und nicht jeder sollte hier permanent hinterfragen von, yo, ist es politisch korrekt, was hier eigentlich drin vorkommt. Aber wie gesagt, stimme ich zu einem Teil zu, aber zum anderen Teil kann man das auch wieder kritisch beäugen. Aber ja, das mit dem eigentlich ganz gut und eigentlich verständnisvollem, das hat eigentlich nicht sehr lange gehalten. Wenn man Saarbrücken bei Minecraft nachbaut oder wenn man ein KZ managt, was? Ach so. Bei dem Computerspiel KZ Manager handelt es sich um ein sogenanntes Wirtschaftssimulationsspiel. Die Aufgabe des Spielers besteht darin, möglichst viele Türken zu... Ja, na klar. Manchmal muss der Papa KZ-Manager spielen, um vom harten Alltag bei der Polizei Frankfurt runterzukommen. Na und? Ist das jetzt schon rechts? Ja, ja. Okay, sowas sollte halt dann vielleicht doch irgendwo politisch eingeordnet werden. Und ich meine, hat man von Böhmermann eh nichts anderes erwartet, als dass er in den ersten 10 Minuten gleich mal 5-mal gefühlt die Nazi-Keule schwingt. Ja. Kommen wir aber zum eigentlichen Thema, denn Böhmermann meint in aller Ernsthaftigkeit, dass Gamergate aus den USA mittlerweile nach Europa übergeschwappt sei oder vor allem nach Deutschland und wie hier so eine Art Gamergate 2.0 mittlerweile hätten. Für alle, die Gamergate kein Begriff ist, hier mal ganz kurz die Zusammenfassung von ChatGPT. Gamergate war eine kontroverse Bewegung, die 2014 in der Videospiel-Community begann. Sie startete unter dem Vorwand, ethische Probleme in der Spieleberichterstattung anzuprangern, verwandelte sich aber schnell in eine breit angelegte Kampagne gegen Frauen und Feministinnen in der Branche. Prominente Personen wie die Entwicklerin Zoe Quinn und die Kritikerin Anita Sarkeesian wurden Ziel von Belästigungen, Mord und Vergewaltigungsdrohungen. Gamergate führte zu Diskussionen über Sexismus und toxische Online-Kultur und gilt als Vorläufer moderner Online-Hasskampagnen und Kulturkriege. Ja, und dreimal dürft ihr raten, um was es jetzt gehen wird. Richtig, denn nach einer knappen Viertelstunde geht es endlich mal um das Thema, wofür wir alle hier sind, nämlich Shoyoka. Ja. Frage mich eigentlich auch, warum.
Eine deutsche Twitch-Streamerin ruft zum Boykott gegen Hogwarts Legacy auf. Okay, und allein wenn ich jetzt den Namen dieser Streamerin ausspreche, gäbe es safe 1000 Kilometer Kommentare unter diesem Video, wenn wir die Kommentare nicht einfach ausgestellt hätten. Haha, das geht, das geht, das geht. Das ist erlaubt, das ist erlaubt. Hashtag der Woche, kein Kommentar. Ja, also zum einen wird in der Reportage hauptsächlich nur auf das Hogwarts Legacy-Thema eingegangen, was mittlerweile eigentlich eh niemanden mehr juckt und generell auch fast nie Thema war, vor allem nicht in der Auseinandersetzung mit Kuchen-TV. Aber ja, ich meine, Hashtag kein Kommentar, da hat er wirklich Kritikfähigkeit bei Shuyoka gelernt. Und die hat, by the way, schon letztes Jahr gesagt, dass falls jemand von euch Jan Böhmermann kennt, ich kann ihm alles schicken. Wir haben aus dem ganzen Jahr Streams, Videos, Clip-Ausschnitte, Podcasts, Aussagen von den Leuten. Wenn Jan Böhmermann Bock hat, ein Zerstörungsvideo zu frauenhassenden Influencern zu machen für ZDF mit Neo Magazin Royal, ich lege ihm alles offen. Gerne, kein Problem, braucht mir nur schreiben. shuyoka@ins.gg. Wir haben eine komplette Sammlung, wir haben es auch sortiert. Er muss es nicht mal selber raussuchen. Kein Ding. Wir haben alles. Ja, und was soll ich sagen? Die Reportage wirkt halt wirklich 1:1 so, als hätte sich Shuyoka mit ihnen zusammengesetzt, ihnen alle Beweise gezeigt mit Clips und so weiter und so fort, am besten im Anhang noch die Kuchenfiles mitgeschickt und dann ist halt das hier draus entstanden. Naja, wobei ich mir dann eigentlich schon die Frage stelle, ob Shuyoka das heute wirklich machen würde, sich mit ihnen zusammensetzen und so weiter und so fort, weil eigentlich mag sie Böhmermann, aber irgendwo auch nicht. Irgendwo mag sie aber nur die Redaktion von Böhmermann, ich weiß es nicht so ganz. Da gerade ganz viele neue Menschen auf mein Profil schauen, die davor noch nie auf mein Profil geschaut haben, möchte ich euch einmal diese Seite hier empfehlen, denn für viele Leute wird der Putzerfisch von Monte bis jetzt kein Begriff gewesen sein. Ich bin aber nicht die einzige Betroffene von dieser Community. Das Ganze geht tatsächlich schon seit 12 Jahren. Und das ist irgendwie ziemlich komisch, denn vor einer Woche in einem Stream klang das irgendwie noch ein bisschen anders. Lass mich auch immer wieder von Jan Böhmermanns politischer Expertise täuschen, weil ich seine ZDF-Show richtig gut finde. Und jedes Mal, wenn er dann alleine eine Kolumne schreibt, denke ich mir, ui, das, was ich an Jan Böhmermann mag, ist seine Redaktion. Jetzt auf einmal ist er doch wieder super und man muss ihn pushen. Und hier habt ihr noch Infos. Der hat nämlich vor 10 Jahren mal ein Video über eine 12-Jährige gemacht. Ups, aber immerhin ist auch irgendwo was Aktuelles mit drin, denn er hat bei Shuyokas Bild keine Quellenangabe verwendet. Shuyoka. Shuyoka. Alter! Digga, ich pack es nicht! Jetzt macht er die Fresse von ihr da rein, oder was? Es war so klar! Es war so klar! Digga! Die Gamerin Shuyoka findet Harry Potter-Erfinderin J.K. Rowling scheiße, weil J.K. Rowling offen und öffentlich Transmenschen diskriminiert und demütigt, und zwar immer und immer wieder. J.K. Rowling ist transfeindlich. Und darum hat Shuyoka öffentlich gesagt, ey Leute, hört mal bitte auf, dieses Spiel aus der Welt von J.K. Rowling zu kaufen. Soweit zur Meinungsfreiheit. Und dann hat Shuyoka den deutschen Computerspielpreis gewonnen. Alter. Die deutsche Computerspielpreis-Jury zeichnet Shuyoka als Spielerin des Jahres aus, für ihr anhaltendes Engagement, Gaming mit politischer Aufklärung zu verbinden. By the way, ich bewerbe mich hier ab sofort für den Gamer des Jahres 2025. Dementsprechend schaut gerne mal bei Twitch vorbei, da streamen wir jetzt hin und wieder auch mal ein paar Games, vor allem Minecraft, weil keine Ahnung, anderes Game kann ich gefühlt nicht streamen. Aber gut, schaut da vorbei, weil ich will Gamer des Jahres 2025 werden und ich will damit nominiert werden, gell? Danke. Weil entweder du spielst das Spiel oder du spielst das nicht. Aber hey, Moment! Was? Aber wir sind doch eigentlich unpolitisch. Nee, weil er dreht sich das jetzt wieder irgendwie so, wie er das braucht. Die Alte hat einen Boykottaufruf getätigt, das ist gut dokumentiert. Es geht um einen Boykottaufruf, den sie getätigt hat. Ja, das ist was ganz anderes. Ja, vor allem, weil das Entwicklerstudio ja in dem Sinne eigentlich nichts mit J.K. Rowling zu tun hat. Das Einzige, was J.K. Rowling vielleicht hiermit zu tun hat, ist, dass sie vielleicht selbst oder indirekt, das weiß ich nicht, die Lizenz gegeben hat, dass das Entwicklerstudio halt ein themenbasiertes Spiel zu Harry Potter machen darf. Aber schlussendlich schadet ein Boykott des Spiels keiner J.K. Rowling, weil abgesehen mal davon hat die eh einen Haufen Kohle, sondern einfach nur dem Entwicklerstudio dahinter, weil die haben das Ganze entwickelt, die haben Geld reingesteckt und so weiter und so fort. Und denen fehlen einfach die Einnahmen des Games, wenn die einfach keine Einnahmen mehr produzieren, wenn das Spiel
boykottiert wird. Und das eigentliche Ding ist ja eigentlich, in der ganzen Shoyoka-Thematik in den letzten Monaten spricht eigentlich niemand mehr über ihre politischen Statements oder zumindest fast keiner. Und ich meine, weil J.K. Rowling transfeindlich ist, dann zu einem Boykott von einem Harry Potter-Spiel aufzurufen, das ist freie Meinungsäußerung, es ist auch in Ordnung so und auch irgendwo verständlich. Wo aber in der Reportage wieder keiner eingeht, ist, dass Shoyoka genau in Bezug aufs Hogwarts Legacy-Thema einer Transperson vermutlich ihre Meinung abgesprochen hat. Ich bin trans und spiele und liebe das Spiel. Liebe das Franchise über alles. Es hat mir das Leben gerettet, weil es für mich die Zuflucht vor dem ständigen Mobbing war. Danke für deine Worte. Ich habe schon ein paar Antworten dazu im Chat. Mit welcher Analogie vergleiche ich das immer? Wir haben es schon ein paar Mal gemacht. Woman for Trump. Yes. Genau das. Mit Trumps Frauenwählerinnen. White Feminism. Weiß ich nicht, muss das? Oh, nee. Was? Eine Transperson findet das Spiel in Ordnung? Ach, das ist Woman for Trump, da müssen wir überhaupt nicht inhaltlich drauf eingehen. Ja, und jetzt kommen wir zu Framing in Perfektion. Und ja, Shoyoka hat auch schon genug problematische Scheiße gelabert. Wie alle, die ihr Geld mit öffentlichem Gelaber verdienen, mit Ausnahme von mir natürlich. Aber weil Shoyoka eine Frau ist und dann auch noch, Gott bewahre, eine Haltung öffentlich vertritt, gibt es keine Grenzen mehr. Unleash the mob. Wenn bei ihr irgendwann nicht mehr läuft, ich habe so Bock auf ihr Onlyfans, das wird ein ganzer Zoo werden, sage ich euch, und Freiraum ist hoffentlich auch dabei. Oder wird gevögelt, bis der Arzt kommt. Oh ja, wir fassen uns gegenseitig ans Schwanz. Oh, wir sind die linke Bubble, wir halten zusammen, egal was wir machen. Ihr widert mich alle an. Ihr seid alle scheiße. Puh. Schuss auf die Woke-Bubble, raus aus deinem Rattenloch. Ey, du wirst von uns verrissen, so wie deine Anwaltskost. Leute, es geht um einen Computerspielpreis und ein Videospiel mit Zauberern und fliegenden Besen. Na eben nicht. Es geht ja nicht nur um den Überhaupten um dieses Computerspiel. Man braucht auf YouTube gefühlt wirklich nur Shoyoka eingeben und nachher im Kanal und zwei Videos kommen ausschließlich, wirklich fast ausschließlich nur Kritikvideos zu ihr. Und man kann sogar ChatGPT fragen, was Shoyoka alles falsch gemacht hat und der gibt dir dann auch einfach eine Auflistung. Es wird halt so dargestellt, als wenn sie einmal gesagt hätte, spielt Hogwarts Legacy nicht und ich deswegen 260 Videos gemacht habe, dass sie seitdem aber wirklich millionenfache ekelhafte L-Takes gebracht hat, teilweise rufschädigende Äußerungen gegen einen Stay oder Tobias Hoch oder Skurrus rausgehauen hat, das wird alles komplett weggelassen. Und ich meine, ja, KuchenTV hat das jetzt im Zeit-Online-Artikel gesagt, aber meiner Meinung nach trifft es halt noch 1:1 auf das ZDF-Magazin Royal zu dem Thema zu. Aber meine Güte, sehen wir es positiv, wenigstens hat Star Alpha Kevin und gefühlt halb YouTube und Twitch Royal schon unter halbe Boys Club in der Böhmermann-Reportage und ins Fernsehen geschafft. Ja, und es war so klar, dass er an der Stelle jetzt eben nicht sagt, dass wegen Shoyoka Alpha Kevin 2 Tage bei Twitch gesperrt wurde. Selbst Gronkh hat seine Fresse aufbekommen und hat sich gegen Shoyoka gestellt für Alpha Kevin. Aber es ist ja klar, dass so ein ARD-Arschsohn sich jetzt eben nur einseitig auf eine Seite stellt. Das ist ja klar, das stimmt einfach nicht. Es stimmt einfach nicht. Es ist ultra einseitig. Da kann man eigentlich wirklich nur sagen, danke Ascaron. Und ich meine, wenigstens sagt der Reaction-Böhmermann hier, dass das Ganze sehr einseitig ist, aber auf das, was wirklich passiert ist oder was immer noch passiert, auf das wird halt null eingegangen. Und weil das ja heute nicht schon genug Scheiße labern war, wird es tatsächlich noch besser, denn die meisten von euch werden wahrscheinlich mit dem Namen Steam oder generell mit Steam was anfangen. Für die, die damit nichts anfangen können, Steam ist ein Online-Marktplatz, wo man sich für den PC Spiele kaufen kann und es gilt generell als eine der sichersten Varianten, sich ein Spiel im Internet zu kaufen und es für, oder generell ein PC-Game zu kaufen, weil man halt sein Geld nicht an irgendwelche shady Webseiten überweist. Und eben auf Steam gibt es auch Communities, wo, wenn überhaupt noch heutzutage, weil das meiste passiert eigentlich eh auf Discord, sich zu den verschiedenen Spielen halt einfach ausgetauscht wird. Und was macht Böhmermann da jetzt draus? Er framed Steam als eine Plattform für Rechtsradikale, wo unter anderem Frauenhass geduldet wird. Eine der letzten Bastionen der Meinungsfreiheit im Internet ist die Steam-Gruppe Kuchenrepublik Deutschland Rapecake. Gegründet von einem Typen, der hauptsächlich deswegen bekannt ist, weil Montana Black ab und zu mal auf seine Videos reagiert. Cool. Ja, wie gesagt, auf den ganzen Abmahnungsspaß sind überhaupt nicht eingegangen, obwohl es jetzt in den nächsten 10 Minuten eigentlich fast ausschließlich nur um diese Steam-Gruppe und KuchenTV geht, wird KuchenTV namentlich nur ein einziges Mal genannt und es wird generell so dargestellt, dass KuchenTV einfach irrelevant ist. Ich meine sicherlich, die Leute, die sich mit der Thematik auskennen, die werden sicherlich hier auch die Satire erkennen können, sofern die überhaupt vorhanden ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Hauptzielgruppe vom ZDF-Magazin Royal irgendwo zwischen 20 und 40 Jahren liegen wird und das werden halt Leute sein, die nicht unbedingt den ganzen Tag auf YouTube abhängen und sich irgendwelche Shoyoka-Videos reinziehen von KuchenTV und dementsprechend finde ich es hier sehr, sehr schwierig, als wenn ich mal das Ganze so betrachte, als würde ich hier nichts von der ganzen Thematik wissen, hier die Satire wirklich rauszuhören. Ja, Shoyoka, wer würde noch eine Frage, liebe Rapecake-Community?
Und wenn sie testet, ob das Tuch nach Chloroform riecht? Solche Takes gehören seit anderthalb Jahren zum Alltag von Shuyoka. Und ich meine, hier habe ich dann schlussendlich wirklich den Glauben verloren, weil ich meine, die stellen hier allen Ernstes Shuyoka als das Opfer dar und dass sie damit seit eineinhalb Jahren täglich konfrontiert wird. Bro, haben die jetzt ernsthaft diese ganzen Sachen von Shuyoka bekommen und haben die, wenn überhaupt, dann nachrecherchiert? Weil ich meine, Bro, du brauchst dir gefühlt zwei Videos von Kuchen.tv anschauen und merkst schon, dass das alles aus Shuyokas Mund rauskommt, entweder geframed, gelogen oder beides ist. Also, hä? Und ich meine, was soll der ganze Spaß hier eigentlich bringen? Weil helfen mir das Shuyoka allemal nicht. Weil ich meine, ich mache gerade ein Video drüber, KuchenTV wird ein Video drüber machen und ein paar andere werden auch noch ein Video drüber machen. Also die ganze Sendung wird eh debunked werden. Ich meine, außer das Video wird hier jetzt rot, aber davon gehe ich immer nicht aus. Außer der ZDF ist mit Hashtag kein Kommentar jetzt so toll dran, dass ich sogar die Debunkings wegsperren. Nach unserer Anfrage wurde übrigens die Kuchenrepublik Deutschland Rapecake-Gruppe umbenannt und auf privat gestellt. Vergewaltigungswitze in Zukunft nur noch nicht öffentlich unter 5135 guten Freunden. Und ich meine, das stimmt halt einfach nicht. Ja, der Name wurde geändert und ja, KuchenTV ist auch der Admin der Gruppe. Die Gruppe ist aber Stand heute nicht privat und er selbst sagte zu Folgendes. Ja, tatsächlich, die meiste Zeit in diesem Beitrag geht es um meine Steam-Gruppe, die komplett inaktiv ist, die ich vor 10 Jahren gegründet habe und die nicht mal aktiv geführt wird. Und alles, was sie daran kritisieren, ist das Kürzel, was ich, by the way, auch schon geändert habe und die Tatsache, dass irgendein Vollidiot diesen komischen Beitrag da mal reingepostet hat. Wirklich? Ihr habt KuchenTV als Gegner und das ist der Punkt, worauf ihr euch konzentriert? Ich kann einfach nicht mehr. Den Beitrag habe ich, by the way, dann auch gelöscht und die Person entfernt. Ich nutze die Steam-Gruppe halt einfach nicht und du kannst Steam-Gruppen auch nicht einfach so löschen. Ich müsste halt vorher jedes Mitglied einzeln rauskicken und bei über 5000 ist mir das die Zeit ehrlicherweise nicht wert. Und direkt nach Gruppe umbenennen und auf privat stellen hat der Montana Black Putzerfisch direkt bereits 2 neue Videos über Shuyoka hochgeladen. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Pessimisten und Kenner der Klientel der Rapskuchen-Fachkanzlei aus Köln werden jetzt vielleicht denken, ach guck, so eine Gaming-Community voll trauriger Volltrottel, das passt ja alles wirklich wunderbar zu handelsüblichem Rechtsextremismus. Und was soll ich sagen? Sie haben recht. Toxische Narrative und Kulturen in Gaming-Räumen wie etwa Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Homophobie oder toxische Männlichkeit haben Gemeinsamkeiten mit grundlegenden Bestandteilen verschiedener gewalttätiger, extremistischer Ideologien. Die Welt der Games ist ein echtes Schlaraffenreich für Nazis, Incels und echte Männer, die gerne noch mehr Menschen zu Nazis, Incels und echten Männern machen wollen. Und das ist ein großes Problem. In Gaming-Communities können diese toxischen Narrative daher unbeabsichtigt als Einfallstor dienen und möglicherweise eine Basis für die Anfälligkeit für gewalttätigen Extremismus schaffen. Je ekliger die unpolitische Community ist, desto mehr Anknüpfungspunkte gibt es für Leute, die solche unpolitischen Communities für ihren politischen Extremismus benutzen wollen. Kuchenrepublik Deutschland Rapecake, das war bis zu unserer Anfrage, eine Gruppe bei Steam. Steam ist... Leute, folgt mir bei Steam. Wissen viele, ist ein Online-Marktplatz für Spiele und ein soziales Netzwerk in einem. 30 Millionen Menschen sind da jeden Tag gleichzeitig online. 30 Millionen Menschen. Steam ist ein ganz normales soziales Netzwerk. Und wie jedes ganz normale soziale Netzwerk hat Steam ganz normale, richtig große Probleme, seine Inhalte zu moderieren. Ja, ich kenne jemanden, der noch mehr Probleme hat, seine Inhalte zu moderieren. Soll ich sagen, wer du Hundesohn, Alter, du Hundesohn. Ja. In den Foren der Gaming-Plattform Steam vernetzen und radikalisieren sich Rechtsextreme. Bevor David S. am 22. Juli 2016 9 Menschen mit Migrationshintergrund mit dutzenden Kugeln ermordete, hetzte er in sozialen Medien gegen ausländische Untermenschen und Türken. Vor allem aber spielte, chattete und vernetzte sich S. auf seiner virtuellen Zweitheimat Steam. Steam scheint eine fest verwurzelte und langlebige rechtsextreme Community zu haben. Mit dem Profilbild von NSU-Terrorist Uwe Böhner den Attentäter von Christchurch abfeiern. Unpolitisch als Gag, das ist alles möglich. Auf Steam. Ich meine, brauche ich dazu eigentlich noch irgendwas sagen? Also ich will nicht absprechen, dass das nicht passiert. Es ist nachgewiesen, dass solche Dinge auf Steam leider passieren. Aber jetzt mal angenommen, du bist ein Elternteil und dein Kind kommt zu dir und du hast die Sendung gesehen und dein Kind sagt zu dir, yo, ich will mir ein Game auf Steam kaufen. Und wenn du es nicht besser wissen würdest, würdest du es ihm dann erlauben, nachdem du diese Sendung hier gesehen hast? Also ich wäre mir da nicht so sicher. Aber ja, es ist kein Geheimnis, dass solche Sachen auf Steam leider Gottes passieren und es ist auch kein Geheimnis, dass Steam dafür zu wenige Mitarbeiter hat, um eben solche Sachen rausfiltern zu können. Da kenne ich, by the way, noch eine andere Plattform, die zu wenig Mitarbeiter hat, um ein paar Sachen verhindern zu können. Danke, Ascaron. Ups. Schlussendlich stellt Böhmermann Steam noch mehr als eine rechtsradikale Plattform dar, aber wenigstens nach einer halben Stunde stellt der Moderationsbürgermann auch endlich mal was richtig. Aber bevor den Leuten jetzt ersatzweise in irgendwelchen Reaction-Streams die geplatzte Rückenakne in die Hai-Arschritze läuft, ey,
eine Sache muss ich mal klarstellen. Gaming macht nicht gewalttätig und man wird auch nicht automatisch zum Extremisten, wenn man ein Steam-Profil hat. Aber dafür, dass die wahren Gamer angeblich unpolitisch sind, lassen die sich ziemlich leicht von politischen Extremisten politisch einspannen. Ich wünsche mir echt wieder mehr solche Gamer. Wann hast du dir das erste Mal selbst das Flüssige aus dem Klotz gepresst? Boah, ich weiß doch genau, wo es war. Es war im Badezimmer meiner Mutter, das weiß ich noch, ich war schon seit Kind im Badezimmerwichser. Ja, ey. Aber man kann doch gleichzeitig Badezimmerwichser sein und sich politisch positionieren, das krieg ich doch auch hin. Ey, halt doch dein Maul, ehrlich. Und das ist auch eigentlich ein gutes Schlusswort. Wobei, zu früh gefreut, ganz vorbei ist es noch nicht, denn wir kommen jetzt zum Fazit. Wie gesagt, man kann von Böhmermann halten, was man will. Man kann ihn lustig oder unlustig finden, das ist jedem freigestellt. Aber meiner Meinung nach ist diese Reportage einfach viel zu nischig, sei es um den Gaming-Teil, sei es um den Shoyoka-Teil. Man kann einfach als außenstehende Person, die nicht noch nie etwas davon gehört hat, weder von Shoyoka noch von Steam oder sonst irgendwas, einfach erkennen, dass das hier zum Teil auch Satire sein soll und es zu einem sehr großen Teil auch einfach Falschaussagen getätigt werden. Ich meine, wüsste ich jetzt nicht besser, wäre das, was ich aus der Reportage rausnehmen würde, dass Shoyoka einfach nur das Thema mit J.K. Rowling aufmerksam machen wollte und eben das Spiel deswegen boykottieren wollte und dass alle im Boys Club oder rund um Kuren TV die rechtsextreme Nazis sind, die sich in irgendwelchen Steam-Gruppen einfach radikalisieren und gegen Shoyoka hetzen. Aber ich stelle mir dann doch ernsthaft die Frage, ob die einfach schlecht recherchiert haben und es einfach nicht besser wussten oder ob sie es absichtlich so schlecht gemacht haben und dann einfach glauben, nur weil Böhmermann auf sich selbst nochmal reagiert und hin und wieder mal den Kopf schüttelt, dass dann jeder gleich checkt, dass genau dort, wo Böhmermann den Kopf schüttelt, dass die Aussage, die der Moderationsbürgermann da gerade tätigt, einfach nicht richtig ist. Wobei nachrecherchiert müssen sie ja haben, weil zum Beispiel eben das Askeron-Bann-Thema mit drin war und sie ja selbst auf Twitter nach 5 Minuten lang Upload gefühlt so getan haben, als würde vermutlich Askeron ihr Video striken lassen, was erstens einmal auf YouTube nie so schnell gehen würde und zweitens haben sie einfach nur das Video auf privat gestellt und beim Re-Upload das Musikvideo am Schluss rausgeschnitten. Also einen Teil müssen sie ja nachrecherchiert haben. Aber ich meine, schlussendlich wird der ganze Spaß hier Shoyoka vermutlich mehr schaden als helfen, wenn es wirklich die Intention dahinter war, weil einfach jeder wieder ein Video drüber machen wird und das Ganze, wie ich hier gerade, einfach die Banken wird und einordnen wird. Und ich meine, KuchenTV wird am Mittwoch auch noch ein Video dazu machen, wo er wahrscheinlich noch ein paar Insider-Infos mit drinnen hat, weil er von der Redaktion noch angefragt wurde und wird da auch nochmal seinen Senf dazu geben und das wird Shoyoka einfach nicht helfen. Dementsprechend kann man eigentlich nur mehr sagen, dass sie ja bei den Shoyoka-Bildern keine Quelle angegeben haben. Dementsprechend brauchen wir jetzt ganz schnell einen Copyright Agent, der mal ganz schnell die ganzen ZDF-Videos hier wegsperren lässt, weil das wäre besser für sie und noch besser für uns. Und dementsprechend bedanke ich mich sehr herzlich fürs Zusehen, lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ey, halt doch dein Maul, ehrlich.